Bringt dann immer hin. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Mir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Okay, ich scheine da zu sein. War nicht mehr weit. Oh, sieht voll schön aus am Tag. Sehr schön sogar. So, zum Bergwerk gehen. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir alles übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. So, ich will glaube ich fahren. Wenn ich schon das Auto habe. Unmerklich hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Auch schon gecheckt. In dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Okay, ich brauche jetzt einen anderen. Ich habe jetzt ein bisschen einen anderen Weg genommen, weil ich suche immer noch nach Script-Seiten. Unterwegs ist ne, Sackgasse gewesen. So, hoppa. Okay, so. Alan kann fahren. Das ist schon mal wichtig. Ich kann schauen, was in diesem Gebäude hier ist. Weil Gebäude ist ein bisschen zu viel, das ist ein Schuppen. Oh nein, schön Radio. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Wie geht's ihm eigentlich? Entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe, aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Gut, er lebt immerhin. Gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Da stimme ich dir zu, Pal. Ich bin froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Danke. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Dr. Nelson. Die nächste Ding muss ich mir anhören. Und... Er hat gesagt, es tut ihm leid, was irgendwas aus seinem Mund nichts Gutes für mich bewegt. Hat er geredet? Oder so? Ach nee, ich glaube, Pat ist korrekt. So, okay, gehen wir zum Bergwerk. Zum Glück ist es Tag. Moment, wieso treffe ich mich mit dem Typen, wenn ich nicht mehr das Manuskript geschrieben habe? War das nicht das Lösige? Ich hoffe, Al hat eine Idee. Ich hoffe, er hat einen Plan. War ich hier nicht schon mal? Kontrollpunkt erreicht. Noch ein Radio. Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das... Sie sprachen über das Leben und darüber, na, wie man Doktor. Jemanden Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube.
Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei, so viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg. Und man bleibt auf ewig unvollständig. Das ist hart. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle, oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie, ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß, aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber ich vermisse, wie sie mich vervollständigt hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Das stimmt. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt. Und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Ja gut. Ich sehe das eigentlich so wie Pat. Ich glaube schon, dass es irgendwo draußen eine bestimmte Person gibt, die einfach zu einem gehört. Gut, nein, ob ich jetzt das daran glaube. Ja gut, ich denke schon. Ich denke schon. Man kann ja nie wissen, welcher es ist, aber ich denke schon, dass da irgendwo jemand draußen ist, der einfach speziell zu einem passt. Den sollte man finden. Man muss nicht nach ihm suchen, man kann auch ohne ihn leben. Aber wenn man die Person findet, dann ist das Leben viel angenehmer. So sage ich jetzt das einfach mal. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Mhm. Also nur Mitternacht wollten wir uns treffen. Ja, toll, das heißt in der Dunkelheit. Oh, fuck, eine Axt. Aber der Bergwerk als großer Gewinn abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Ich glaube, ich war voll cool, als sie noch schwer heranzukommen waren. Und die vulkanische Aktivität dagegen machte die Minenschächte besonders gefährlich. Deswegen ist es jetzt hier ein Museum. Hey, Manuskriptseite. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Endlich einer, der auf meiner Seite ist. Ich wusste, Pat ist in Ordnung. Ich werde ihn abonnieren über das Radio. Man kann das Buch unter dem Calderon Lake im Jahr 1970 unter der trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefenliegenden Tunnel oder ließ sie einstürzen. Dann sich Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historische Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Und hier soll ich mich mit dem... Hallo? Mit dem Typen treffen? Was ist los? Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Warte mal, jetzt warte ich einfach hier. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. What the fuck? Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Ganz ruhig, ja. Ganz ruhig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Was für ein Piss. Ah, da ist er, ja.
Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. Ich will mit Alice sprechen. Jesus. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wade. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um. Ganz ruhig, man, entspann dich. Ich musste zum Mirror Peak. Das hilft niemandem. Wo komme ich hier weiter? Ah, da hinten. What the fuck? Soll die Scheiße. Vielleicht näher als je zuvor. Wissen wir es? Oh Gott, ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ah. So. Oh, Kanne. Verdammt guter Kaffee. Wie viel habe ich jetzt schon? 25 erst! Dachte ich, wär schon bei fast 80 oder so. Ich weiß, ich bin nicht gut im Schätzen, aber ich dachte es. Zum Mirror Peak Aussichtspunkt gehen. Was ist das denn? Manuskriptseite. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Interessant. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse. Ob sie auch meine Muse wird? Kann ich mir vorstellen. What the fuck, Gegenstandslimit erreicht. Scheiße. Aber den Revolver kann ich nehmen. Da, zweihändig oder was? Akimbo? Oh, what the fuck, man, wie kannst du so gut werfen? Ha, hättest du wohl gerne. Stier. Oh nein. Aua. Gott, diese Gegenstände sind wirklich schlimm. Hier da. Hier bringt er noch. Oh nein, das wollte ich nicht. So. Oh oh. Komm her, komm her. So, das Spiel entwickelt sich langsam so in meinen Augen, dass mich hier wirklich mehr die Story interessiert. Und das Gameplay mich ziemlich nervt, weil es Altmod, weil es nein, nicht Altmod ist, echt. What the fuck? Es ist immer dasselbe, genau. Oh, da will ich irgendwas raus. Es ist ein bisschen so wie Assassin's Creed 1. Nicht sagen, dass das schlecht war, aber es war, das Gameplay war viel zu, wow, nein, 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 das Gameplay war viel zu monoton, es war viel zu langweilig, oh.
Aber gut, hier geht's nicht um Assassin's Creed, hier geht's um Alan Wake. Okay, ich hoffe, dieser Aussichtsturm ist nicht so weit weg. Was ist jetzt schon wieder los? Ja, ich geh einfach mal weiter. Ah, fuck, Strom schon wieder. Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Was, ich muss da rüber? Oh! Autofahren. Was bringt mir das? Ah, ich muss da hinten den Strom abschalten. Oh shit, ich hol mir doch lieber das Auto. Fuck, da kommen sie schon. So, plane dead. So, und macht's gut. Du bist der Nächste und stirbst. So, schnell wenden. Und du, ciao. So, Auto ist doch ziemlich episch. Okay, der Strom muss irgendwo hier sein. Fuck, da kommen immer mehr. So, das ist zum Glück Licht. Mitnehmen. Oh, Leuchtpistole. So. Gut, das war keine sehr gute Idee. Fuck, 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 fuck. What the fuck, wieso soll ich dich kaputt machen? Oh. Granate! Los, wirf schon! Oh, what the fuck? Ja, what the fuck, was ist denn passiert? Gott, ich hasse dieses Spiel. Ich geh zu Fuß, das ist viel gesünder. Na los, kommt her. Los, explodier! Fuck, der Große ist ein bisschen schlimm. Woho! Fuck, keine Munition! Oh, der Fettsack ist voller. So, weg da. Okay, dieser Karren. Oh, fuck.
Was, du auch? Oh Gott, hab ich ihn. Komm schon, oh, na. Fuck, mir geht die Munition aus, Mann. Okay, so, ich bin hier. Okay, gehen wir durch das Gebäude. Und hoffen auf etwas Munition. Okay, sieht doch ganz nett aus. Wow! Schau, Jungs. Damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Okay, so, nehmen wir die Leuchtfackel. So. Die Blendgranate spare ich mir auf, wenn es wirklich extrem viele sind. So, ich bin, glaube ich, nah dran. Nachladen, nachladen, nachladen. Hab ich Revolver? Oh, episch. Schnell, 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 schnell. Just no one. Trust no one in the dark. Aha. Ja, das sowieso nicht. Leute, traut niemals einem Fremden. Schon gar nicht im Dunkeln. Glaubt mir. Gesünder für alle. So, hoch da. Ich hab, glaube ich, Schritte gehört. So, Thermoskanne, Thermosflasche, Gott, ich sag's immer falsch. Fallout. So, Manuskriptseite, es kommt jetzt. Die Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs. Doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur. Mhm, okay. Die Dunkelheit ist an mir interessiert, aber kann mich nicht übernehmen, weil ich sonst meinen Verstand verliere. Also verfolgt sie mich nur. Okay, ich muss ihnen in der Nähe sein. What the fuck? Es ist gerade ein Baum umgeknickt, Mann. Ah. Ah, ich muss da ran, oder? Aha, da. Batterien, ah, fuck. Aha, damit öffne ich das Tor. Sehr schön. Blendgranaten. Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energie. Echt jetzt? Ach, fuck, schon wieder falsch. Ne? Ja, aber kann ja nicht sein, dass irgendjemand mir das einfach so bereitstellt.